Frenkel Fortset. Präsentiert Mones Let's Play Conker's Bad Fur Day. Tag, ihr Holzköpfe, und herzlich willkommen zu meinem ersten und wahrscheinlich auch letzten Let's Play, nachdem ihr meinen Mann und der dann wiederum mich genötigt hat, ich solle doch mal ein Spiel Let's Playen. So. Und wie ihr hier vielleicht schon seht, ist es nicht Battlefield 3. Ja, danke. Und zwar habe ich mich entschieden, nachdem ich ein altes Nintendo-Kind bin, ich mache mal eins meiner Lieblingsspiele. Und zwar Conker Bad Fur Day. So. Das ist im Jahr 2001 fürs N64 erschienen. Allerdings nur die US-Version. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, weil ich darf ja nicht quatschen. Na, ich erzähle es dann später weiter. Schaut euch erstmal das Intro an. Aha. Tolle Spelunke. Inset Rumble Pack. Na, das ist ja schön. Nee. Also gut. 2001 erschienen fürs N64. Allerdings nur die US-Version. Was aber nichts macht, weil ich hatte ja alles, ne? Die anderen hatten nichts, ich hatte alles. Auch natürlich ein US-Nintendo. Ich hatte ja damals mal einen Spieleladen. Und, ja, leider Gottes konnten hierzulande die Kids das nicht zocken. Wobei es eigentlich eher für Erwachsene ist. Also es ist schon zum Teil wirklich recht brutal. So. Ja. Und dann würde ich sagen, dann starten wir das Ding jetzt einfach mal. Jawoll! Gott, das ist jetzt, was weiß ich, 12 Jahre her, dass ich das gespielt habe. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Kaum. Nur, dass es halt geil war. Ja. Ach ja. Falls ich ein bisschen rumstammel und mich irgendwie ein bisschen blamiere oder beim Zocken irgendwie völlig versage, dann ist mir das völlig egal. Weil ich will's ja nicht, sondern ihr. Also müsst ihr auch damit leben. Ja, unser Star ist Conker, ein nettes kleines Eichhörnchen. Und Barry, ich glaube, das war eine kleine Eichhörnchendame. Ich bin mir aber nicht mal ganz so sicher. Da haben wir ihn ja schon. Schaut ein bisschen grimmig. Er ist auch ein bisschen kantig. Aber ich stehe auf kantige Typen. Naja. Dum, 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 dum. Ja, damals hat man sich noch ein bisschen Zeit gelassen mit Geschichte erzählen und Intro. Nicht hier so zack, zack und schnell, schnell. Mein Gott, ist das kantig, ey. Das ist ja wie bei Minecraft. Well, there I am. Conker the King. King of all the land. Who'd have thought that? But how did I come to this, I hear you say? And who were those strange fellows that surround my throne? I hear you also say. Well, it's a long story. Yeah. Come closer, and I'll tell you. It all started yesterday. And what a day that was. It's what I call a bad fur day. Ja, ein richtig schlechter Tag. Also, ne? Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen Englisch. Ich habe keinen Bock, irgendwie alles zu übersetzen, aber ich denke, das kriegt ihr schon hinne. Zum Teil ist es, glaube ich, auch untertitelt gewesen. Ah. Hallöche, Puppösche, würde jetzt der Harald sagen. Naja. Ach, ist ein Hase, ist ja ein Bunny. Barry ist ein Bunny. Bin so blöd. Hi, you've reached, like, Barry's place. I'm not available to answer the phone, obviously. However, if you leave your, like, name and number and you sound cute, I may ring you back. Ciao.
He's my number. Hello? Barry, if you better pick up. Hello? Oh, anyway. Look. I'm gonna be a bit late. Well, met up with a couple of the guys, and they're off tomorrow to some, I don't know, fight some war somewhere. Anyway. I'll see ya. Love you. I think she bought it. Conker, put the phone down. Right. Whose round is it? Yours. What, again? Okay. Can someone lend me a fiver? Ja, ja, in der Kneipe abhängen, das haben wir wieder gern. I don't feel so good now. You guys enjoy yourself and all that, and I'll probably see you sometime next week. I gotta go home. Ja. Das glaube ich auch, mein Freund. No, that's the toilets. No, this way. Yeah, that's better. Tja, so ging's wahrscheinlich im Harald auch, als er letztens mit seinem besten Kumpel sauber war. Da ging's ihm nicht so gut. Na prima! Lecker! Der komischen Kröte direkt vor die Flossen! Ja. Gotta go. Da hat er wegen ein Hangover. The Cock and the Plucker. Ja, niedlich. Also komm, Konka. Bring wir dich mal nach Hause, wa? Ja, also wie gesagt, ist schon wirklich eine Weile her, dass ich das gezockt habe. Weißt du, es gibt so richtig ein paar coole Passagen, die so an Filmsequenzen angelehnt sind. Aber an den Anfang kann ich mich auch null erinnern. Wer kann das schon? Ja, ja. This way, I suppose. Yeah. Ist immer noch Vorspann übrigens, ne? Also, ich mach noch immer noch gar nichts. Ich hoffe, ihr seid noch nicht eingeschlafen oder so, oder ausgewandert. Wie gesagt, mir auch egal. Milk, Sire? Yes. Genau, als Oberfiesling-König trinkt man Milch. Lecker Milch. Ups. Sieht so ein bisschen aus wie bei Zelda. Der Fiesling, jetzt fällt mir der scheiß Name gerade nicht ein. Ah. Hab mal Angst. Da. So. Da haben wir wieder unseren Conker. Hat einen dicken Schädel. Und hier los? Er sieht ja mal wohl nicht so sonderlich gesund aus. Ja, wer kennt die nicht? So, da, ja, endlich. Kann ja hier mal steuern, den guten Kerl. So. Meine Fresse. Der hat ja mal einen Kater. So, dann eiern wir hier mal los. Eine reinhauen. Das war's dann auch schon. Oh, hüpfen. Naja, wenn man es so nennen kann. Komm, Puschelschwänzchen. Mach mal hinne. Wir haben auch nicht so viel Zeit. Ja, I feel sick too. Schon lange her, dass ich mal einen richtigen Rausch hatte. Wenn man schwanger ist und Kinder kriegt, dann ist es nicht so gesund. Lecker Rüben. So, Vogelscheuche. What's that word? Hey, hey. Who are you? Oh, hello.
Can you help me? I need to get home and go to bed, because I don't feel very well at all. No. Oh, so you can't help me at all? Yes, I can. Maybe. Okay. What's your name? Beardy. Beardy? You haven't got a beard. No. Beardy. I scare birdies. Okay, Beardy. Beardy. So can you help me? Let's step over here. Der ist ja auch nicht mehr ganz knuschbar. Also, gehen wir mal rüber zu dem Kollegen. Sag mal da, einen B-Button. Ich vermute, da werden wir gleich mal ein bisschen drauf rumdrücken müssen. Hallo? Komm over hier. Hier bin ich. Aha. You see those buttons? Actually, you'll find that they're called context sensitive. And press B. Ja, press B. B. Ich glaube, das kriege ich gerade noch so hin. And it makes this nice ting. Right, that ting noise. Nice ting. Look, ting. That's it. That's it? Yeah. Okay, I'll press B. So, haben wir gepresst. Und was kommt da? Bottle Bier. Ja, du schaust ja furchtbar aus. What does that mean? It means contact sensitive. It's sensitive to contacts. Ja, hervorragend. Try it over there. Ja. Okay. Or you could try it again. Nee. Gehen wir mal gleich mal darüber. Context sensitive. Da geht mir gleich ein Licht auf. Komm her jetzt. Genau. Endlich. Gescheite Kopfschmerztablette und schon ist alles in deinem Lot. In fact, it would seem to me that these give me just what I need at that moment in time. I see what he means. Context sensitive. Clever. Yeah. Clever. Right. Let's get out of here. Oh, and by the way, if for whatever reason you want to skip all these wonderful cutscenes, then just press the L button. But you will have to have watched them at least once. Na, das ist doch mal ein Service, oder? So. Jetzt sind wir doch glatt mal ein bisschen flotter unterwegs hier. Nein, reinhauen. B ist springen. Juhu. So, und was geht noch? Also ich weiß nicht, seht ihr da oben auch diese komischen bunten Lichter? Falls nicht, dann vergesst einfach, was ich gerade gesagt habe. Weil dann ist alles in Ordnung. So. Ach geil. Schwimmflügel hat er an, das weiß ich ja überhaupt gar nicht mehr. Ja, total verdrängt. Ist das nicht niedlich? Schwimmflügel. Ah, muss ich gleich nochmal rein. Hallo, Schwimmflügel. Naja, gut, ist lang. Oh, I can't seem to get any further. I'm sure there was something. Yeah, come on. Ah, yes, now I remember. Hold the Z button down, and I should crouch. Der Z-Button, für alle die Nintendo verpasst haben, der war unterhalb des Paddles. Ja, ich hab's gelesen. Komm, mach hinne. Genau, wie bei Sonic. Der Tail, alles klar. Komm. Zack, zack. Oh. Ja, ich hab's. Komm. Na, also. Also. Unten springen, jawollo. Also, dann probieren wir das mal. Nein! Ach komm ey! Ja, over here. Yes.
Oh, gleich beim ersten Mal. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Komme ich hier irgendwo raus? Hallo? Wahrscheinlich nicht. Also, ab in die Höhle.